Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, da sind wir wieder. Castle meiner Z-Wochen, die erste Woche, heute mal Freitag, Folge 5. Die erste Z-Woche neigt sich langsam dem Ende zu. Wie ist jetzt der Plan? Ich habe überlegt, sobald es tags ist, jetzt haben wir nachts, okay, da müssen ja bald wieder die Zombies kommen. Sobald es tags ist, werde ich hier oben. Mal gucken, dass ich mir da eine Behausung baue. Guck mal, wie hoch der springen kann. Kann ich hier raus? Ja. Oh, ah, okay. Weißt du, dass man hier sich irgendwie eine Behausung mal baut? Oh, Eisen, sehr schön. Hier vielleicht schon mal eine Wand machen, eine kleine. So. Hier hinten würde ich auch Stein machen. Wo bleiben sie denn? So. So. Den hier noch mitnehmen. Ah, scheinbar ist jetzt tags, fällt mir gerade auf. Nachts wäre hier ein bisschen mehr Theater. Komm, dann holen wir mal noch ein paar Steine. Ne, wir gucken mal schnell, ob wir eine Tür craften können. Eine Tür, eine Tür, eine Tür. Oder kommt der jetzt hier rein? Kommt jetzt hier ein Skelett rein. So. Holen wir uns mal die ganzen Steine und das ganze Holz. Wir nehmen jetzt mal alles ins Inventar. Das ist sehr unvernünftig, aber wir machen es mal. Dann craften wir uns eine Tür. Wenn es denn geht. Genau. Okay, jetzt haben wir eine Tür und die Steine. Dann werden wir mal den Rest erstmal wieder zurücktun und werden uns oben erstmal zack, 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 zack. Die nehmen wir mal mit. Die Kugeln natürlich auch. Zack, so. Dann gucken wir, ob bei uns oben, solange wie es noch hell ist, hier schnell, wobei ich auch Zombies schon wieder höre. Erstmal einen kleinen Ausgang hier bauen. So. Schaufel. So. Damit wir hier eine halbwegs sichere Verbindung zur Oberwelt haben. Kann ich mal so machen. Erstmal können wir später noch ändern. So. Ups. Hier könnte man sogar noch ein paar Gucklöcher lassen. Bevor es wieder dunkel wird, müssen wir fertig sein. So. Noch ein Guckloch lassen. Ein Guckloch. Und hier ein Steinfußboden. Oh, da haben wir Kohle. Wir erstmal zu, die Kohle ist jetzt irgendwie wichtiger. So. So, jetzt denke ich mal, so langsam wird es jetzt wieder dunkel, wahrscheinlich. So, hier noch ein paar bisschen Sand wegnehmen.
Auf lange Sicht sollte man dann hier vielleicht eine Steinfläche machen. So. So. Man könnte theoretisch auch diesen Baum jetzt, aber wir werden erstmal zumachen. So. So. So, jetzt ist unser erster Stack Steine schon mal alle. Dann machen wir jetzt mal hier dicht. Bauen uns hier unsere Tür rein. So, jetzt haben wir schon mal unsere erste oberirdischen, unseren ersten, ups. Achso, hier. Unseren ersten oberirdischen Ausgang. Da würde ich sogar nochmal Fackeln hier platzieren. Dann können wir hier die Treppe noch ein bisschen verbessern. Da hoffe ich mal ganz stark, dass die hier jetzt nicht reinkommen. Ich glaube, die brauchen bestimmt auch zwei Blöcke. So. Hier bauen wir uns eine schöne Treppe. Okay. Hier machen wir uns eine schicke Markierung hin. So. So, wenn wir jetzt hier hochkommen. Wie war denn das jetzt? Müssen wir hier um die Ecke rum? Hallo? Ich habe mir hier doch gerade so eine schöne Treppe gebaut. So. So, jetzt haben wir eine schöne Treppe, die geht genau bis zur Tür. Genau bis zur Tür. Kann man die noch aufmachen? Ja, okay. Oh, jetzt wird es schon wieder dunkel, oder? Schön, jetzt können wir nämlich oben sehen, wie es dunkel wird. Dann ziehen wir uns mal wieder zurück in unsere Höhle. Guck mal, kann man hier wieder was reintun? Na, viel ist es nicht. Ein bisschen Sand könnten wir auch mal abbauen. So, hier geht es ja wieder runter. Oh nein, oh nein. Der hat nur gewartet auf uns. Der hat nur gewartet, der Kumpel. Gut. Ach, guck mal, Kohle nehmen wir mit. Sehr schön. Ein paar Steine sollte man auch immer dabei haben, wie vielleicht, damit man zum Beispiel solche Löcher dann wieder zumachen kann. Was ist denn das hier eigentlich? Das hier, hier sind wir, glaube ich, hergekommen, wa? Hier könnten wir dann eigentlich aber auch zumachen. Hier wollen wir nicht mehr lang. Hole ich mir mal noch ein paar Steine raus. Machen wir hier einfach mal zu, da müssen wir nicht mehr hin. Würde ich mal jetzt so sagen. So, da geht's runter. Da geht's zur Höhle rüber. Das ist ein Eingang. Da könnten wir eigentlich noch eine Tür bauen. Hier geht's dann nach oben. Keine Zombies in sich, es ist immer noch tags. Vielleicht sollten wir uns mal eine Uhr craften. Warte mal, haben wir denn da Zeug für? Ist die Uhr jetzt hier irgendwie? Guck mal hier. Kompass, Uhr. Ach, da brauchen wir aber nicht viel für. Doch, Sand. Ah, okay, wir müssen mal, wenn es nächste Mal Tag ist, müssen wir raus und Sand holen. Nützt alles nichts. So. Würde ich vielleicht hier noch ein bisschen öffnen, aber da kommen wir dann wahrscheinlich gleich. Oh, noch nicht. Ah, jetzt sind die Zombies da. Gehen wir gleich mal gucken. Die jetzt tatsächlich oben an der Tür klopfen, würde mich mal interessieren. Unsere Holzvorräte gehen, glaube ich, auch so langsam zur Neige. Wie war das jetzt mit dem Nachladen? Ist mir völlig entfallen, wie ich nachlade. Vielleicht mit der rechten Maustaste? Nee, nicht wirklich. Na, ihr seid ja vielleicht doof. Naja, okay. Wer nicht will, der hat schon. Machen wir hier weiter. Unserem unterirdischen Labyrinth oder ein Lager. Lass es doch einfach
ein Lager werden. Ich werde auch gleich mal ausprobieren, ob man diese... Oh, was haben wir denn hier? Ich gleich mal ausprobieren, ob man die Kiste abbauen kann. Wäre auch mal eine Erfahrung. Dafür brauchen wir aber die Axt. Ja, ich höre schon, wie sie sich da abrackern, die Guten. Aber keine Chance. Und ob wir die dann wiederbekommen, die Kiste. So. Weißt du, wenn wir jetzt hier oben unser Lager machen vielleicht? Ja, ist auch nicht gut, wa? Hier unten ist schon besser. Machen wir es vielleicht hier rein, erstmal die erste Kiste. Das würde ich auch mal gerne probieren, ob das funktioniert. So. Hier haben wir die Kiste. Es gibt sie noch, okay. Dann machen wir die da rein, okay. Dann können wir jetzt das ganze Zeug, was wir... Wobei, wir könnten natürlich gucken, ob wir noch was craften. Wenn wir jetzt alles im Inventar haben. So, was können wir denn jetzt craften? Jetzt könnten wir ein bisschen Holz craften. Okay. Dann noch so eine Dinger. Davon haben wir aber noch ein paar. Dann könnten wir vielleicht noch einmal Fackeln craften. Okay. Dann können wir auf jeden Fall craften Eisen. Machen wir mal. Okay. Und Kupfer. Kupfer, 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 Kupfer. Können wir auch craften einmal. So. Dann würde ich ganz gerne, eine, wenn es denn geht, eine Kupferspitzhacke. Geht nicht. Eisenspitzhacke geht auch nicht. Kupferspitzhacke geht auch nicht. Hm, gut, dann müssen wir oben gucken. Was gibt es denn hier? Messinggehäuse wird zum Machen von Munition benutzt. Ah, okay. Was haben wir hier? Eisengehäuse wird zum Machen von Munition benutzt. Okay. Was haben wir hier? Laterne. Erleuchtet die Welt. Hält länger als eine Fackel. Oh Gott. Die Fackeln verbrauchen sich, oder was? Ach du Scheiße. Wenn die Fackeln sich verbrauchen, ist natürlich heftig, wa? Diamantkugeln, sehr geil. Sehr geil. Na gut. Gucken wir mal. Was wir hier weitermachen. Und dann tagsüber holen wir uns mal ein bisschen Sand. Ein bisschen Sand und noch ein bisschen Holznachschub könnten wir gebrauchen. So, hier bauen wir die Erde ab. In der bisher, weil ich ja die Befürchtung habe, dass da die Zombies spawnen könnten. Warte mal, vielleicht sollten wir dann doch hier noch eine Fackel reinbauen. Gut, dann würde ich das auch noch rausnehmen. Und dann werde ich gleich mal interessehalber noch mal kurz gucken, ob die tatsächlich oben an der Tür schon sind. Keiner. Doch, jetzt sind sie hier. Ich habe da eben einen gesehen, der da runtergesprungen ist. Na, hängen hier irgendwo vorm Haus rum. Wo weiter geht's? Da, 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 da. Fleißig, fleißig machen wir uns hier eine kleine Lagerhalle. Ah, nein. Mist, 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 Mist. Ich will nicht sterben. Boah, ist der da echt reingekommen? Gut, dann kommen wir hier jetzt gar nicht weiter, lagerhallenmäßig. Wir hier nicht weiter. Müssen wir uns, glaube ich, so begnügen jetzt hier mit der Lagerhalle, dass das hier die Lagerhalle sein wird. Und wir packen mal unser ganzes Zeug jetzt hier rein. Das behalten wir. Das kommt rein. Was haben wir denn hier gebaut? Oh Gott. Das sieht mir doch fast aus wie so ein komisches Eisengehäuse, wa? Habe ich echt jetzt ein Eisengehäuse gebaut? Eisengehäuse habe ich echt gebaut. Naja. Schöne Eisenverschwendung. Ach so.
Vielleicht kann ich ja mit dem Eisengehäuse jetzt irgendwelche Patronen craften. Guck mal hier, Eisengehäuse. Okay, könnte ich jetzt craften, ja, obwohl ich gar kein Eisen habe. Munition, Kugeln. Steinkugeln. Dafür brauche ich aber ein Messinggehäuse. Ja, okay, dann lassen wir das einfach. So, ich frage mich jetzt, wann es wieder Tag wird. Da müssen wir natürlich warten, bis es ruhig wird. Wobei, es sieht mir draußen ein bisschen tagmäßig aus. Eigentlich sieht es ein bisschen jetzt aus, als wenn Tag ist. Wenn wir mal ein bisschen Holz abbauen. So. Und dann sollten wir auf jeden Fall noch eine Markierung machen. Wartet mal. Nicht wartet mal, sondern... Oder wird es jetzt dunkel? Ist jetzt gerade dunkler geworden? Bisschen Terraforming. So, dann machen wir mal hier und hier eine Fackel, dass wir das sehen. Und hier machen wir uns so ein... Wie wir es ja kennen von Minecraft. So eine Markierung. Ups. Er kann übrigens 3 hochspringen. Habe ich den Eindruck? Okay. Können wir gleich mal uns die Landschaft angucken. Ich habe jetzt den Schwierigkeitsgrad, den Detailgrad auf hoch gestellt. Also beste Grafik, was auch immer das ist bei dem Spiel hier. So, jetzt bauen wir uns hier eine Fackel rauf. Oder hier? Ah, okay. Da ist unser Spawnpunkt. Und jetzt ackern wir uns wieder runter. Wenn ich jetzt runterspringe, würde ich wahrscheinlich sterben. Das möchte ich natürlich nicht. Müssen wir uns jetzt mal die Zeit nehmen und uns hier runtergraben. Ja, ist Kupferverschwendung, ich weiß, aber müssen wir schon alles ein bisschen schickimicki machen. Jetzt haben wir eigentlich schon mal so eine Art Lager, eine Art Stützpunkt uns gebaut. Truhe haben wir auch schon, wo wir dann ein bisschen unser Material sichern können, falls wir sterben. Ist schon ganz schick. Oh, die Kupferspitzhacke hält ganz gut bis jetzt. Kugeln haben wir noch 104, also da muss dann auch bald mal was passieren. So. Okay, so, das war's. So, jetzt haben wir schon mal unseren Stützpunkt. Ja, denk mal, ist ganz schick. Jetzt müssen wir eigentlich hier die Zeit noch ausnutzen und vielleicht doch noch ein bisschen Holz hacken. Wir könnten natürlich auch hier nochmal so eine Bereiche, hier, guck mal, da ist zum Beispiel Eisen. Das sollte man mitnehmen. Oh. Und dann noch eine Spitzhacke, eine bescheuerte, Entschuldigung, eine gute Eisenspitzhacke, das ist natürlich was Feines. Ja, sehr schön. Hier haben wir noch Kupfer, nehmen wir natürlich mit. Wir bräuchten dann bei Gelegenheit auch irgendwie noch eine bessere Spitzhacke, damit das Ganze alles schneller geht. Und wir uns dann bei Gelegenheit auch mal ein Maschinengewehr craften können oder sowas. Warum jetzt die Skelette so fürchterlich schnell sind und dann immer gleich hinter einem stehen, das weiß ich auch noch nicht. Obwohl das ja Schwierigkeitsgrad leicht ist, dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie das ist, wenn man einen Schwierigkeitsgrad schwer hat. Können wir vielleicht auch später mal spielen, Hardcore-Modus, aber dazu brauche ich noch ein bisschen mehr Spielerfahrung. Nehmen wir natürlich die Kohle mit. Jetzt weiß ich gar nicht, woran wir erkennen, wenn es nachts ist. Ich glaube, dann kommt dann wieder so ein komischer Ton irgendwie.
Ja, ich habe einmal Kohle da vergessen, ist richtig. Vielleicht sollte man hier auch die Tür zumachen. Solange wie wir hier suchen. Bisschen Holz hatten wir jetzt noch abgebaut, ja. Ach, guck mal, hier ist wieder unsere. Können wir ja mal reingehen, was soll's. Guck mal, was haben wir hier? Ob sich das lohnt, sich mal hier kurz hier durchzugraben. Was haben wir hier? Kohle? Kohle ist jetzt nicht so interessant. Ich frage mich, ob die Fackeln jetzt mittlerweile alle langsam wieder ausgegangen sind. Ah, okay. Kein Eisen. Hab ich jetzt. Ah, doch, hier, guck, Eisen. Müssen wir mitnehmen. So, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wo der Eingang ist von meiner. Ach, Sand wollte ich auch noch mitnehmen. Wo der Eingang ist. Guck mal, der müsste doch hier irgendwo sein. Könnt ihr hier irgendwas sehen, was aussieht wie eine Treppe? Ich nicht. Kohle lassen wir erstmal liegen. Wo ist meine Treppe? Wo ist überhaupt mein Eingang? Immerhin ist hier alles ein bisschen ausgeleuchtet. Das ist schon mal schick. Aber ohne System. Oh, was ist das denn? Eisen. Eisen hier noch mit. Und dann vielleicht mal so langsam wieder zurück. Ach, guck mal, da ist die Tür. Sehr schön. Gehen wir erstmal vielleicht das Zeug abladen, in die Truhen reintun. Ich höre auch schon wieder ein Skelett. Ey, Tür, geh auf. So. So, die Truhe ist wieder da. 12 Eisen. Ja, 12 Eisen. 9 Kohle. Zeugs, Holz, Pipapo. Hülsen, Schnippi, Schnapp. Steine, falls wir was bauen wollen. Okay. Gut. Eisenspitzhacke ist ja ziemlich geil. Ah, okay. Jetzt ist scheinbar dunkel. Jetzt hören wir sie wieder. Haben wir die Tür zugemacht? Ja. Gut. Gut, das heißt also, tagsüber können wir uns durchaus schon irgendwie ein bisschen raustrauen. Vielleicht hier mal die Tür wieder zumachen. Warte mal, wo war das hier? So. Oh, die schöne Eisenspitzhacke will ich natürlich nicht verlieren. Ach, guck mal hier. Da könnte man eigentlich auch noch mal rein. Ah, hier ist aber nichts weiter. Okay. Gut, dann nehmen wir hier die Kohle noch mit. Also die Zombies, denke ich mal, bis die hierher kommen, das dauert eine Weile. Die müssen ja aus der Oberwelt im Prinzip dann erstmal hier runterlatschen und diesen Durchgang überhaupt erstmal finden. Ah, guck mal, Eisen. Ah, Eisen. Eisen. Sollen wir vielleicht hier oben das Eisen abbauen? Ist natürlich jetzt extrem riskant hier, was ich mache. Jetzt werde ich wahrscheinlich schon wieder übermütig hier. Das auch gleich nochmal. Oh, Alter, was bleibt mir da anders übrig, als das mitzunehmen? Oh, noch mehr. Das sind ja hier, das ist ja eine wahre Fundgrube. Okay. Es geht auch relativ zügig jetzt. Hier ist ein Skelett. Da unten. Du bist ja erstmal doof. Wo ist mein Eingang wieder? Ach da.
Jappada. So, Tür zu. Haha, Eisen. So, 5. Oh, jetzt geht's aber los. Jetzt haben wir schon 14 Kupfer mittlerweile. Wir brauchen auf jeden Fall noch Sand. Die Schaufel ist auch bald alle. Vielleicht sollten wir mal eine neue Steinschaufel machen. Dazu brauchen wir aber ein bisschen Stickies. So. Und dann machen wir uns eine Steinschaufel. Guck mal hier. Los, mach. Ja. Wie sieht's mit der Axt aus? Ne? Die hat sich noch nicht so doll abgenutzt. Oh, 80 Munition nur noch. Oi, 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 oi. Da müssen wir mal gucken. Was brauchen wir jetzt eigentlich für Munition? Was brauchen wir jetzt für Munition? Na gut, das werden wir das dann das nächste Mal gucken. Das war's wieder. Das war die Folge 5. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bei der Folge 6. Da geht's wieder weiter mit My Castle Miner Z. Hat sich eben so angehört, als wenn ich den Namen vergessen habe. Habe ich aber nicht. Okay. Gut, bis morgen. Dankeschön und tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen.